Und damit herzlich willkommen zurück an Deck bei Sea Dog City of Abandoned Ships. Ja, unsere Flotte steht einsatzbereit am Horizont. Da würde ich sagen, werden wir mal schnell gucken, dass wir unser Problem irgendwie mit den Lebensmitteln geklärt kriegen, ne? Denn solange wir das nicht geregelt haben, ist immer noch die Gefahr, dass uns unser neues Schlachtschiff gekapert wird. Da war noch nicht genügend Dingsbumskirchen, ne? Machen wir mal auf jede Seite nochmal welche drauf. Hat hier eigentlich schon welche? 24 Pfund Kanonen. Ach du, die brauchen wir ja mal gar nicht, ne? Frage ist, haben wir hier noch welche in Reserve? Eine hätten wir noch in Reserve, ne? Das Schiff nennen wir mal um. Nehmen wir es mal Divo. Die Divo. Hat noch vollständige Kanonenanzahl. Na gut, sehr gut. So, dann laden wir mal direkt wieder unsere Kanonen um, ne? Für einen möglichen Enterkampf. So, und dann müssen wir unbedingt gucken, dass wir an Lebensmittel rankommen. Wird echt kritisch im Moment. Wird echt kritisch. Aber trotz alledem haben wir einen guten Fang gemacht mit dem Schlachtschiff, ne? Ist zwar langsam, aber ist halt nochmal eine starke Kampfplattform. 80 Kanonen. Dazu halt auch vor allem Kalverien, ne? Die haben sowieso schon grundlegend ein bisschen mehr Reichweite. Da haben wir schon mal in der Nähe von Martinique. Das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Können wir bloß hoffen, dass wir den Sturm schnell überstanden kriegen. Oh, und unsere Schiffe nehmen Schaden. Und unsere Schiffe nehmen Schaden. Oh Gott. War echt unnötig gerade. Oh. Sie können ihre Ruder jetzt trocknen, denn wir werden die Karawane ganz bestimmt nicht mehr einholen. Mann, warum habe ich mich überhaupt mit ihnen eingelassen? Ja, da können wir jetzt nichts dafür, ne? Wir haben unser Nötigstes getan. Das war abzusehen, dass wir das nicht schaffen. Das war leider abzusehen. Hoffen wir mal, dass wir hier genügend Lebensmittel kriegen. Da müssen wir hier erstmal schnell die Nacht verbringen. Das ging aber ziemlich schnell, ne? Das ging ziemlich schnell. Waren 14 Tage aber ruckzuck weg. Kam mir gar nicht so vor, dass das schon wieder 14 Tage sein sollten. Aber wahrscheinlich wird doch einfach die Strecke mit einberechnet, ne? Also sprich, sollte man zu weit entfernt sein, um in den 14 Tagen noch in Reichweite zu kommen. So, es soll ein Handelsschiff unter der Flagge von Frankreich namens Ruler hier auf die Flut warten, bevor es mit einer Ladung Kaffee nach Merigo Hafen aufbricht. Aha. So, dann hoffen wir, dass wir wenigstens hier Lebensmittel kriegen. Das wäre schon mal. Das wäre schon mal fulminant. Ah, naja, wenigstens ein bisschen. Nicht atemberaubend viel, aber. Hm.
Nicht atemberaubend viel, aber immerhin. Muss mal gucken, wie viel wir hier mitnehmen können. Die Besatzung, die wir jetzt hier haben. So, 51 Tage, na gut, das geht noch, weil wir hier eh keine Besatzung drauf haben. Und hier brauchen wir auch wieder dringend welche, ne? 49 Tage, na gut, das geht. Haben wir zur Not noch mal ein bisschen was, was wir eventuell noch mal austauschen können. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier den Rest, das restliche Silber noch loswerden, ne? Irgendwann mal auch Gott sei Dank los. Sklaven müssten wir nochmal loswerden. Gucken wir gleich mal, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Nee, ne? Schiffe sind alle soweit leer. Ja, Schiffe sind leer. Dann schnell die Sturmschäden noch mal reparieren. Captain, by the time we're done with your ship, it'll sparkle. Boah, ist ganz schön Sturmschäden abgekriegt hier, ne? Uiuiuiui. Aber es ist ganz schön was wert. Alter. Ist ein bisschen Ironie, ne? Bei den Engländern hätten wir 200.000 für das Schiff bekommen. Hier kriegen wir schon das Doppelte, ne? Hier kriegen wir schon 400.000 für das Schiff. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir hier einen sehr guten Ruf haben bei den Franzosen. Aber ist auch ein krasser Unterschied, ne? Für unser Schiff, was in allen Werten besser ist, kriegen wir 144.000. Für das Ding sollen wir 400.000 kriegen? Da sehe ich den Grund irgendwie nicht, ne? Also irgendwie die Preisgestaltung kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Kommt mir irgendwie sehr, sehr random vor. Dann gehen wir noch mal kurz in die Kneipe. We've got the softest beds in town. I swear it. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Leute mehr dazu holen. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu wenig, so rum. Vielleicht so 200 Mann. Oder 160 reichen auch erstmal. So, dann gucken wir gleich mal nach der Moral. Ah. Problem erstmal gelöst, ne? Haben wir das Problem erstmal gelöst. So, dann sind wir theoretisch erstmal wieder einsatzbereit, ne? Machen wir nochmal ein kleines Zwischenspeicherli. Und ab dafür. War immer noch katastrophal, die Mannschaft auf unserem breiten Schlachtschiff, aber was will ich machen, ne? Wir müssen mal gucken, ob hier in der Nähe von Martinique noch irgendwas ist. War hier noch eine Stadt irgendwo? Naja, der Rest wäre alles zu weit weg, ne? Würde ich sagen, wir segeln direkt runter nach Kumana, nach Curaçao, so rum. Segeln wir ruhig mal komplett runter. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen in Curaçao nochmal entsprechend ein bisschen Lebensmittel. Ich meine, was wir theoretisch machen könnten. Wir könnten gucken, ob wir hier in La Francoise noch welche kriegen. Glaube ich zwar auch nicht unbedingt dran, aber... Da lasse ich mich gerne eines... Och, nö. Wo kam denn dieser Sturm jetzt schon wieder her? Das war nicht dir ernst. Das ist doch nicht dir ernst gerade. Ah.
Mir scheint, die Dings verschwören sich gegen... Oh, Mann. Das ist Mobbing. Das ist jetzt echt Mobbing gerade. Ah. So, was, das lade ich nochmal. Den Sturm umgehen wir direkt dezent mal. Das sehe ich ja nicht ein hier. Lass mich doch nicht vom Spiel verarschen, glaube ich das? So nicht. Nicht mit Commander. Einen kleinen Umweg. Fahren wir mal von der Seite ran. Wie wir ja gelernt haben, Zufallsereignisse sind ja immer zufällig, ne? Das heißt, jedes Mal, wenn man neu lädt, können wieder andere Zufallsereignisse eintreten. Wie wir sehen, der Sturm ist beseitigt, ne? Sturm konnten wir umgehen. Oh, bitte sag mir, wir kriegen hier ein paar Lebensmittel noch zusätzlich. Naja. Mehr schlecht als recht, glaube ich, ne? Mehr schlecht als recht. Und ich glaube, den Rest werden wir auch nicht los hier, ne? Sklaven sind halt leider Gottes überall Schmuggelware. Kann ich gar nicht verstehen, wieso. Ist auch Schmuggelware. Nee. Schenke können wir auch nochmal gucken. Welcome, Captain. We're always happy to see you. So, in Portobello sind Gerüchte im Umlauf, dass eine spanische Flotte ausgerüstet wird. Das genaue Ablegedatum ist streng geheim, aber angeblich soll der Konvoi Anfang September in Richtung Kuba ablegen. Ha? Portobello. Anfang September Richtung Dingsbumskirchen. Würde ich mir eigentlich gerne angucken. Portobello mal wieder, ne? Würde ich mir tatsächlich gerne angucken, was das genau für eine Flotte sein soll. Könnte ja, Portobello ist ja immer der Schatzhafen, ne? Könnte also wieder eine Schatzflotte sein. Wäre jetzt gar nicht mal unwahrscheinlich. Auf nach Curaçao. Kommt natürlich mal wieder gänzlich ungünstig. I see a pennant. Negieren wir noch schnell mal. Hm. Uns hier in Ruhe lassen. Wind könnte ein bisschen günstiger kommen für meine Verhältnisse. Was mich ein bisschen wundert, dass bei den Nationen sich nichts ändert, ne? Kriegsverhältnisse sind immer die gleichen irgendwie. Oh, das ist neu. Holland und Frankreich sind verbündet, ne? Genau das, was ich gesagt habe, da bahnt sich wahrscheinlich ein Bündnis an. Das wird die Mission sein, die wir gerade haben. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Das eröffnet uns rein theoretisch neue Möglichkeiten. Das ist gar nicht mal schlecht, diese Erkenntnis. Na, mittlerweile haben wir halt eine Flotte, wo halt selbst jede andere Nation so ein bisschen Angst vorhaben müsste, ne? Drei große Kriegsschiffe. Jetzt nicht zu unterschätzen. Oh. Sagte er und segelte in einen Militärkonvoi rein. Vier Schiffe unter spanischer Flagge. Und mal, was das für welche sind. Was haben wir denn da? Bei Schlachtschiffe, wie es aussieht, ne? Ich glaube, da sind zwei Schlachtschiffe bei. Ich glaube,
glaube, da sind zwei Schlachtschiffe bei. Oder eine Schlachtschiffe, Kriegsschiffe, so rum. Schlachtschiffe sind es nicht, aber Kriegsschiffe dürften es sein. Natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass der Wind komplett in die falsche Richtung kommt, ne? Verfolgungsjagd also eigentlich nicht geeignet. Rümmelt sich? Hat sich schon mal verkrüht. Das Schiff kommt ein bisschen näher. Wäre eigentlich was Schönes zum Entern. Aber es guckt, dass wir ein bisschen Fahrt aufnehmen, ne? Ich hoffe mal nicht, dass die dazu kommen, unser Schlachtschiff zu kapern. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Frage, die sich mir gerade stellt. Naja, schade. Die sind miteinander neutral. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass die Festung mit auf die Schiffe schießt. Aber das ist leider nicht der Fall. Wollen wir doch mal vorsichtig gucken, ob wir uns das Kriegsschiff da schnappen können. Kriegsschiff wäre nämlich ein schöner Fang. Zwei Kriegsschiffe, ne? Gute ist, jetzt kommt der Wind auch schön aus unserer Richtung. Kommt der Wind auch richtig schön aus unserer Richtung. Müssen wir bloß ein bisschen aufpassen hier, nicht dass wir Unfug machen. Hälfte der Mannschaft ist schon mal liquidiert. Erste Schiff hätten wir schon mal fast. Und das Schiff dürfte schon nahezu sturmreif sein. Jetzt natürlich die große Frage, welches Schiff lohnt sich mehr, ne, zu entern. Alter, haben die uns eine reingedrückt gerade. So, aber das Schiff ist sturmreif. Das Schiff ist sturmreif. Wäre natürlich nicht so schlecht, wenn die nicht mehr so viel schießen würden. Ob die kapitulieren? Ah ja, kapitulieren. So, ein Kriegsschiff. Ach du Gott, das ist ja total mickrig. Gute Geschwindigkeit hat's allerdings, ne? Gute Geschwindigkeit kann man gar nicht meckern. Kapitän absetzen. Jawohl. Mannschaft versklaven. Warte, die Ladung gleich mit rüber. Alles, was wir so ein bisschen verschossen haben. Früher war es noch genug da. Waffen nehmen wir gleich mit drüber. Und mal rein theoretisch ruhig wieder ein bisschen was austauschen. Ebenholz. Dann Kapitän bestimmen. Müssen wir mal gucken. Ausgezeichnete Loyalität. Frage ist, was ist er? Unser Navigator? Ist unser Kanonier? Loyalität ausgezeichnet. Oh. Aber auch neu wieder, ne? Loyalität gut. Das ist unser Händler, glaube ich, sein hier, ne?
Loyalität schlecht. Ach du Gott. Das ist unser Kanonier hier, ne? Müssen wir uns dringend von unserem Kanonier trennen. Setzen wir ihn hier erstmal rein. Schauen wir mal, ob wir das andere Schiff da auch noch kriegen. Das wäre mir ganz recht, wenn wir das auch noch kapern könnten. Dass die es schaffen, unser Schiff zu versenken. Wäre jetzt ein bisschen dolle uncool. So, Mannschaft ist so gut wie schon mal runter. Geben uns aber auch ganz schön was mit hier gerade. Segel sind leider ganz schön im Eimer, ne? Segel sind leider ganz schön ramponiert schon. Aber jetzt haben sie sich in eine Position gefahren, da haben sie jetzt ein leichtes Problem. Ja, das dürfte nur eine Formsache sein. Müsste eigentlich nur noch Formsache sein. Jungs müssen langsam mal ein bisschen aufpassen, wo drauf zu schießen hier, ne? Oh. Das ist nicht so cool gerade. Wieder so viel Schaden machen. Eigentlich nicht so geplant. Was denken unser Schlachtschiff hier noch, wenn er so weitergeht? Aber er kommt halt wieder mal gar nicht vorwärts, ne? Oh, und er kommt schon ab. Hier in Reichweite, los. Wir müssen eigentlich auch aufgeben. Ja. Hat sich entschieden, nicht zu kämpfen. Sehr gut. Und mit der Nahrung. Und mit den Waffen. Nehmen wir wieder alles an wertvolle, verwertbarer Ladung hier wieder mit. Kohlen haben wir auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Rum haben wir wieder eine Menge Nachschub. Sehr gut. Ui. Das ist eine große Ladung diesmal. Das ist aber mal eine große Ladung. Oh. Ich habe ein bisschen eine böse Befürchtung gerade. Ah nee, doch. Können wir erobern. Ich dachte für einen kurzen Moment gerade, wir können das Schiff nicht erobern. Das wäre natürlich... massiv ärgerlich gewesen, ne? Keine Ahnung, in was er gut ist. Setzen die mal ein. So. Dann reparieren wir alles mal ganz schnell. Schenke. Eine Runde schlafen, damit der nächste Tag da ist. So, einmal Kugeln bekommen, okay. Und nochmal Kugeln. Bin ich mit einverstanden. So, dann als erstes natürlich zum Laden und da wieder die Ladung löschen. Ne? It's good that you've paid me this visit, Captain. So, haben wir noch irgendwas, was bei oh, hier gibt's ordentlich Lebensmittel. Da werden wir uns aber mal bis Rand oben voll eindecken, ne? Da werden wir doch unseren Laderaum mal komplett voll machen mit. Das sieht doch ganz gut aus. Sklaven sind das Problem, ne? Mach mich zwar eigentlich ungern zu ungünstigen Preisen die Ladung löschen, aber wir brauchen Laderaum. Wir können uns jetzt erstmal eine andere Ladung leisten hier auf den Schiffen.
Wir brauchen Platz. Haben wir hier noch irgendwie was? Nee, ne? So, das Schiff können wir leer machen. Pulver müssten wir wahrscheinlich verteilen irgendwie, ne? Auch okay aus. Und das Ding muss noch leer. Ah. Das hätten wir. Dann verladen wir erstmal ein bisschen Schießpulver. Das hätten wir. Und hier auch nochmal Schießpulver. So. Und hier aus können wir es dann zur Not ein bisschen verteilen, ne, auf unsere Schlachtschiffe. So. Pulver. Die haben nämlich so gut wie gar nichts mehr. Seht ihr mal, gut, dass wir hier mal reingeguckt haben. Gut, dass wir hier reingeguckt hatten. Die hatten nämlich so gut wie gar nichts mehr. Ja gut, die haben noch genügend. Die haben zum Glück noch genug. Da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Können wir ruhig noch ein bisschen hier mehr drauf packen. Das ist ein bisschen ordentlicher aus. Dann würde ich fast sagen, machen wir unseren Laderaum direkt voll, ne? Is there anything you need from me, Captain? Oh, na gut, so viel brauchen wir dann doch nicht, ne? Oh. Auf dem Schiff hier noch? Und den Rest machen wir dann auf das Schiff hier. So, dann haben wir ordentlich Waren dabei. Was wir auch machen sollten, das mache ich eigentlich ungern, weil es halt ein großer Preis, naja, wobei, geht vom Geld her. So. Gucken wir gleich mal bei Medizin. Medizin irgendwo. Ja, weniger, ne? Ne, gibt's hier gar nicht anscheinend. Gut. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle direkt schon mal eine Folgenpause. Nächste Folge werden wir dann sowohl unsere Schiffe ausrüsten, als auch dann mal schauen, was mit dem Brief des Gouverneurs, was es da auf sich hat, ne? Denn wir haben ja gesehen, zwischen Frankreich und Holland besteht mittlerweile ein Bündnis, was uns sehr an die Karten spielen dürfte. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. Bis dahin bleibt mir schön gesund, drin gehauen und ciao, ciao.